Ihr habt uns ja auf Instagram ein paar Fragen gestellt. Die wollen wir euch heute mit dem Video beantworten. Hat uns sehr gefreut, dass ihr so interessiert an unserer Brauerei seid. Danke dafür und los geht's mit den Fragen. Eine der Fragen war, ob wir auch ausbilden. Ausbilden können wir leider nicht, dazu sind wir im Moment noch zu klein. Wir haben auch keinen eigenen Braumeister. Aber wenn wir wachsen, dann werden wir das als nächstes sicher auch in Angriff nehmen. Wird noch ein bisschen dauern, kommt aber. Eine Frage war auch, wann gibt es unser Bier in Norddeutschland? Und ganz einfache Antwort, jetzt schon. Ihr müsst einfach nur eine ganze Palette bestellen, 40 Kisten, Europalette. Die schaffen wir überall hin in Deutschland. Ja, der Sepp hat schon wieder gefragt, wann gibt es denn das Dunkle? Naja, jetzt nächsten Samstag füllen wir ab und dann füllen wir halt 1000 Liter Dunkles ab und dann gibt es ja wieder Dunkles ab Ostern. Ganz oft wurden wir auch gefragt, ob wir alkoholfreies Bier brauchen. Das können wir im Moment nicht. Das ist technisch für uns hier nicht zu machen. Wir suchen aber noch Partner, mit denen wir das gegebenenfalls machen können. Wird noch ein bisschen dauern, ganz sicher bis ins nächste Jahr, aber auch das haben wir auf unserer To-Do-Liste. Ganz viel leider schon gesagt, gibt es bald neues Bier? Ja, natürlich gibt es bald wieder neue Sorten. Aber erst machen wir den Umbau fertig. Dann wollen wir den Ausstand fertig machen und dann sind wir kreativ und machen ganz viele neue verschiedene Sorten. Deswegen haben wir eine Brauerei gemacht. Eine andere Frage, die aufkam, war: Habt ihr jetzt in der Zeit der Corona-Pandemie mehr Zeit zum Brauen oder weniger Zeit? Also unsere Antwort ganz klar, die Corona-Pandemie ist für alle eine Herausforderung. Und ich denke, unsere Rolle ist mehr hier dabei, die für alle, die zu Hause sind, erträglicher zu machen. Und ganz besonders hervorheben möchte ich hier unsere Kunden, die jetzt schon unseren Heimdienst in Anspruch nehmen und letztendlich davon profitieren, dass wir jetzt jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag unser Bier frei Haus liefern. Und damit letztendlich auch zur Eindämmung der Pandemie beitragen. Eine Frage war noch, warum wir nur 0,33er Flaschen haben. Das ist für unsere Brauerei im Moment das gängigste Modell. Wir haben früher oder später mal vor, auch auf eine größere Flasche, auf die 0,5er zu gehen, aber im Moment ist das für uns, für eine Kleinbierproduktion, das Beste. Ja, eine Frage war noch, wie hat das alles angefangen mit der Brauerei hier? Wir haben uns getroffen zur Vatertagsradeltour und da ist es losgegangen. Nach dem Vatertagsradeln haben wir dann einen Stammtisch gemacht und dann ist uns eingefallen, wir könnten eigentlich unser Bier auch selber brauen. Dann haben wir zu Hause das Brauen angefangen. Ja, und da waren wir beim Regle gesessen in der Braustube und da haben wir uns alle angeschaut und haben gesagt, ja, so Braustube wollten wir auch haben. Jetzt arbeiten wir halt schon feste dran und früher oder später dürft ihr sie auch haben. Okay. Prost.